Ja, dann ist also hier was, definitiv. Hier ist eine Stallplatte. Metallbewehrung. Ihr könnt jetzt reingehen. Wenn ich aber den fallen lasse, kriege ich sie nie wieder. Das geht auf jeden Fall in den Bunker. Ja. Ein bisschen Zeitdruck. Aber nur ein bisschen. Oh. So, Rucksack. Los. Oh. Und ich glaube, ich habe Dreck im Schlüpper. Hier geht es einmal links und einmal rechts. Hier steht noch eine alte Munitionskiste. Es geht halt immer weiter. Oh. Freiheit. Ach du Scheiße. Die Linse ist eigentlich was für ein Chaos-Video. Das sind Leute, oder? Ernsthaft? Das ist nur, weil du die Brotkrumen vorhin gefressen hast, statt sie auszustreuen. Das müsst ihr eigentlich vom Auto einen Reflektor sehen oder sowas. Eins der krassesten Touren, die ich hier gemacht habe. Der schickt uns hier einmal rum. Dann können wir den Weg eigentlich auch nehmen. Weg. Ja. So, ihr Lieben, willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade unterwegs, wir drei Süßen, und sind auf der Weg, sind auf der Suche nach einem Bunker. Wir haben keine Ahnung, wie, was oder wo. Es wird langsam düster, aber wir sind auf dem Weg. Und wenn wir den gefunden haben, schickt man Christian noch einen Standort und dann kommt Christian auch noch dazu. Und ob das überhaupt was wird, den zu finden und was man jetzt hier alles sehen und das wie wir laufen. Und das Wandern ist es Müllers Lust. Das Wandern ist es Adventure Places Lust. Am Arsch. Lassen wir uns überraschen. Los geht's. Wie weit ist es noch? Ja, es sind auf jeden Fall, er sagt 800 Meter, aber dann macht er diese Runde. Kommen wir dann vorne drauf? Ja, wir kommen da vorne auf den Weg drauf. Also Informationen habe ich auf jeden Fall, dass hier was sein soll. Und nicht nur ein Bunker, sondern mehrere. Auch ein großer. Aber was das jetzt für einer ist, den wir jetzt ansteuern, ich habe keinen Plan. Und ob man überhaupt das Auto entfernt sich immer weiter weg. Und wir gehen immer weiter in den tiefen, tiefen Wald hinein. Genau. So, eigentlich, ja genau, theoretisch, lass mich mal gucken bitte. Müsste es ja, genau, hier nicht mehr. Es ist ja gar nicht mehr weit, es ist ja quasi hier nur rum. Und wenn der Punkt genau stimmt, wäre dann ja dann schon ein Eingang. So, das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Deshalb werden wir jetzt einfach mal in den Wald hineingehen. Hier ist ein Graben, guck mal. Das könnte ein Anzeichen sein, dieser fette Graben hier. So gut, das sieht aus wie ein Bombenherd, gell? Den Bunker sehe ich jetzt noch nicht hier. Vielleicht haben sie auch mal mit dem Panzer drin gestanden, wüsste nicht. Ein Zeichen von irgendwas. Anthony ist ja voll feurig. Der ist gleich da vorne, hast du was? Ja, das könnte sein, Schützengraben ist immer gut, weil Schützengraben führen immer zum Bunker. Weg oder hin, eins von beiden. Dieses dämliche Gestrüpp hier. Naja. Ja, da ist schon Stahl in der Erde, das klingt schon mal gut. Ich kann bis jetzt noch nichts entdecken. Nicht mal ein Anzeichen. Da gehen wir den Graben mal weiter lang. Vielleicht haben wir dann Glück. Ja, da ist also hier was, definitiv. Gehen wir mal hin, gucken mal. Es gibt ja immer nicht nur einen Eingang. Es gibt ja immer mehrere Eingänge. Ja, da ist sogar Stall drin. Du hast recht, da ist eine Stallplatte. Ja, und hier geht auch der Funkdraht lang. Der Meldedraht. Okay, also. Der geht hier rüber in die Richtung. Hier ist definitiv was. Hier. Hier ist eine Stallplatte. Kommt hier raus. Metallbewehrung. Hier könnte es reingehen. Also den Umkreis mal absuchen. Mal irgendwas finden. Hier geht der Draht weiter. Wo? Da. Wo siehst du hier einen Draht? Da. Ah, ja, stimmt. Hier ist auch nochmal. Hier muss definitiv was finden. Hier. Hier. Hier ist auch nochmal Bewehrung. Hier ist ein Loch, da ist noch. Hier ist noch ein Abzug. Hier ist ein Abzug. Da ist ein Abzug. Ja. Also ist hier drunter ein Bunker. Da raus. Ja. Ich habe meine Taschen dabei, warte mal. Hier geht auch. Hier ist auch da. Ich leuchte mal rein. Wenn ich aber den fallen lasse, kriege ich sie nie wieder.
Ja. Das geht auf jeden Fall in den Bunker. Ja. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, sag ich mal. Du weißt halt nicht, wie groß er ist. In welchen Radius bewegen wir uns, das wissen wir halt nicht. So wie es aussieht, haben wir was gefunden. Wir haben was gefunden. Ich gehe mal kurz Taschenlampe leuchten. Warte mal. Leuchte mal rein, bitte. Ist offen. Ist auf jeden Fall weiter. Ja, hier ist der Eingang. Da oben ist aber noch mal sowas. Ja, da ist aber nichts. Da stand ich schon dazwischen. Alter. Das geht aber halt steil runter. Dann brauchst du was, um wieder hochzukommen. Oh, das stimmt allerdings. Du kannst dich festhalten da an den... Ja, an dem Dings dort alles. Das ist genauso ein hässlicher Eingang wie ein... Waren wir nicht an den oder war das ein anderer? Ja, die Tür ist offen. Du kommst, ja, das ist ein Stein. Ja, das geht schon. Du kommst auf jeden Fall rein. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt da reingehen, weiß Christian nicht, wo wir sind. Das heißt, wir müssen Christian jetzt... Ja, und dann ist das nur so ein Bumsbunker. Stefan. André. Nein, Stefan. Der war doch schon mal da. So, auf jeden Fall geht's auch hier runter, Freunde. Also ich habe Edge, ein Balken. Also, das Ende vom Lied. Wir haben ein Loch gefunden. Die Jungs sind doof zu mir. Manchmal, da sagt er wieder, Anthony, kommst du? Ja. Jo mai. Ich habe gerade Empfang. Also ach, bleibst du jetzt in der WLAN-Ecke stehen oder was? Und wir laufen jetzt langsam Richtung Auto vor, holen Christian ab, leitschen wieder zu dem Loch. Und dann krabbeln wir rein. Wo ich richtig Bock drauf habe und dann wollen wir da reinkrabbeln. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Aber nur ein bisschen. Ich würde mich jetzt nicht verlaufen. Dass du das nicht wiederfindest, ist uns klar. Ich, ja. Warte mal, Christian hat geschrieben, Moment. Naja, ich habe dir einen Live-Standort geschickt, also um 4 bin ich da. Und 4 sind 10 Minuten. Also in 10 Minuten ist er da. Ja, in 10 Minuten sind wir vorne. Ja, ganz vorne. Vor, oder? Nein, machen wir nicht. Wir laufen Christian jetzt nicht entgegen. Nur ein Stück. Okay? Ich um die Kurve nach rum. LTE. Oh, er hat LTE. Ist 4G nicht höher als LTE? Nee, nee. Ist dasselbe. Ist dasselbe, ne? Verzeiht mir meine Unwissenhaft. B1-Sichtigkeit. Okay, na, ich habe Vodafone und auch nur Edge. So, was ist denn jetzt? Ja, hier um die Kurve, nur noch rechts rum, dann sehen wir. Na los, dann mach mal. Dann müssen wir das Auto hier gut sehen. Und es wird halt auch langsam Zeit, die Taschenlampe rauszuholen, glaube ich. Werde ich gleich mal die große rausholen. Na, noch siehst du alles. Ja. Nee, du hast die Brille nicht mehr. Ja. Ich habe doch keine Brille. Na klar habe ich eine Brille. Ich habe sie nur nie auf. Leute, da hinten kommt Christian, ich weiß nicht, ob ihr seht. Ja, ihr seht. Da ist er. Da kommt er angetappelt. So, nochmal. Wie geht es rein in den Bunker? Ja oder nein? Ja, ansonsten bleibt Anthony als letzter da drin, weil wir uns gleich rausziehen. Wir müssen nur dich zuerst reinlassen, nicht, dass du dann wie auf Ropfen wirkst und wir hängen dann alle da drin fest. Und als letzten wieder raus. Okay. Wobei, Chris hat auch ganz schön zugenommen, ne? Und er lässt sich Zeit. Christian. Junge. Junge. Junge, April im Lincoln. Da ist er doch. Moin! André hätte ich mal rasieren können. Nee, das ist doch der Richtige. Warte. Machen wir, gibt's doch wohl keine Faust oder was, Hasi? Du warst gerade am Film. Los, kommt auf in den Bunker, los. So, jetzt ist mal was Historisches, Leute. Ohne Scheiß, wir sind alle viermal zusammen und das finde ich gerade mega krass. Oder? Guckt euch das an. Die ganze Bande. Das ist geil. Mit einmal auf Tour. So. Anthony hat gerade gesagt, ich soll nicht das erste rein, sondern wirklich wie ein Propfen in den kleinen Loch. Hast du schon mal geguckt, oder? Naja. Na, du siehst, unten ist dann offen, aber reingeklappert ist noch keiner. Leute, guckt euch das mal an. Es wird immer dunkler. Und wir wollen jetzt ernsthaft zu diesem Loch. Oh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da guckt Draht raus aus der Erde. Das sind alte Zeichen. Oh, ich bin gespannt. Findet ihr das jetzt überhaupt noch? Ach da. Okay. Ernsthaft jetzt. Das geht eigentlich vom Eingang her. Aber es ist nicht der, wo wir schon mal waren, oder? Nee. Wir waren wo wir auch so hier reingeklettert sind. Das war in Berlin. Nein, wir waren doch vor kurzem. Nein. Wir waren zwei. Ach so, nee, das war nicht der.
Los, André, schwing mal runter. Wir kommen nach. Es geht definitiv weiter, das sehe ich schon da unten, wenn ich die Tür schon sehe. Na los. Ja, warte mal, erstmal alles wegpacken hier. Du spähst aus, wir kommen hinterher. Da ist sogar noch ein Stromkabel, hier musst du aufpassen. Da kann sich aber auch festhalten dann beim Hochgehen wieder. Siehst du das hier? Der Eingang geht eigentlich. So, André ist schon mal drin. Leute, da soll ich rein. Was, eine Treppe? Ja. Okay, das sieht schon mal gut aus. Mach mal Licht, André. Schnick, schnack, schuck, wer ist jetzt der zweitschwerste? Ich geh dann rein. Lass uns mal André gucken. Nicht, wenn's... Guck mal bitte, nicht wenn es nur 2 Meter weiter geht und dann ist nichts mehr. Ich pull jetzt hier hin. Schau mal, der Schiff auch gleich mal rein. Ich putze mich drüber und ich setze ein Hölzchen runter. Siehst du was? Ja? Gut, okay, dann mach ich wieder aus. Also, wie klein? Es geht einmal nach rechts, einmal nach links ab in ein extra Räumchen und dann war's das. Ja, warum nicht runter, Alter? Nee, das lohnt sich nicht. Das siehst lohnt sich nicht. Dann ja, müssen wir jetzt den nächsten Punkt mal probieren. Los, komm raus, André. Gut, Leute, das war also nichts. Ist nur ein Mini-Bunker. André kommt wieder raus aus dem Loch. Und Anthony hilft ihm, das ist ein guter Kumpel. Und Christian kümmert sich gerade um den nächsten Punkt. Warte, ich muss mich erstmal drehen, weil sonst komme ich hier nicht durch. Leute, guckt euch mal diesen geilen Himmel da hinten an. Wir sind übrigens jetzt im Weg. Ich habe jetzt mal das Auto getauscht. Ich bin jetzt bei Christian im Auto und André fährt hinter uns. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Punkt, zu einem Bunker, den wir suchen. Ich wundere, dass es hier so klappert. Das ist meine Leute. Das Video wird daraus bestehen, dass wir Bunker suchen. Aber wir haben eigentlich gedacht, wir finden was. Das ist vielleicht ganz interessant für euch. Ist mal wieder was Lustiges. Also, wir melden uns gleich wieder. Seht ihr euch auch noch bei uns. Leute, wir müssen auf jeden Fall die Autos wegstellen. Es wird hier auf jeden Fall immer schlammiger. Also ich finde schon mal eine krasse Tour. Und Christian und André müssen jetzt rückwärts zurückfahren, weil wir können hier nirgendwo wenden. Oh doch, er probiert's. Okay. Also da packt ein Auto. Da packt jetzt Christian. Oh, hoffen wir, dass alles gut geht. Und immer noch auf der Suche nach dem Bunker. Okay, das sieht auch gut aus. Und das sieht auch gut aus. Guckt euch das. Jetzt bin ich mit dem Auto hochfahren. Warum? Guckt euch das mal an. Hier ist alles zerfahren von den LKWs. Heftig. Haben wir hier Schneisen reingehauen. Wir haben jetzt noch wie viel Meter? 1,2 Kilometer laut bei meinem Google Maps. Und Christian hat 650. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das ist genau. Ohne Witz, das wird immer weitiger hier. Ich leuchte mal kurz aus, da könnt ihr euch das mal angucken. Das ist der Weg, das gibt's doch gar nicht. Irre. Oh, ernsthaft? Ja, ich komme rüber. Es ist halt mal eine richtig geile Wanderung durch den Wald abends. Das ist eigentlich immer ja sowas gerne. Ich bin auch froh, dass wir alle mal zusammen sind. Aber was das Ende von dieser Tour ist, das kann ich jetzt euch noch gar nicht sagen. Das wird echt eine Überraschung. Wir sind selber sehr gespannt. Seht ihr mich überhaupt? Jetzt seht ihr mich. Okay. Das ist noch links. Wie viel? 110 Meter. Meine Post, André. Gut. Bunkersuche. Da hat auch ein Loch im Boden, oder was? Ja, genau. Find den mal im Dunkeln. Ohne Witz. Das ist schon ein bisschen heavy. Was jetzt? Ach, mein Handy dreht sich immer die ganze Zeit. Das ist schade. Leute, seht ihr das? Es ist wirklich nur weit. Hier ist nur noch weit. Geht hier im Wind an? Egal, was wir hier machen, hier ist weit. Oh Mann, ey. Hier ist nicht mal eine Markierung an dem Baum oder irgendwas. Da willst du jetzt drüber. Ja. Ich hab mich schon gewundert, warum er geknackt hat.
ernsthaft. Anthony, lass doch mal den armen Baum in Ruhe. Au, das war mein Knöchel. Oh, das hat wehgetan. Ey, hoffentlich finden wir die Autos wieder. Das ist jetzt das nächste Ding, Leute. Wenn wir keinen Bunker finden, tue ich das Video jetzt umschwitzen. Hoffentlich finden wir die Autos wieder. Das könnte sein, ja, hier. Das da oben. Also hier weiter runter oder hoch? Oder da dran. Nee, das da oben gibt es noch. Schön, wenn Google Maps sagt, wir haben das Ziel erreicht. Und dann, Leute, ich mache mal kurz die Taschenlampe schön hell. Wenn ich den Knopf finde. So. Und dann sind wir hier mitten im Wald. Und eigentlich sieht man hier gar nichts. Außer ein paar Taschenlampen, die verschwinden da drüben. Aber mehr sieht man nicht. Ich werde da wieder mal hinterher gehen. Und wie gesagt, das neue Problem wird wohl sein, Leute, finden wir das Auto wieder. Oder die Autos. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Dranbleiben. Wenn ihr es spannend findet, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Also ich finde es gerade mega spannend, weil es einfach nur eine verrückte Wanderung gerade ist hier. Ja. Ach, Christian hat ihn. Ich krieg's nicht. So. Christian hat ihn. Ja, das ist. Genau. Aber haargenau kommt der Punkt. Das ist er, wir sind von da gekommen. Da ist er. Aber wir haben gerade festgestellt. Das ist nur das Mini-Loch. Ach du Gott. Und dann kannst du laufen drin. Das geht, ist wirklich, das geht nicht weit. Also es geht nicht weit rein. So, wir haben den Bunker gefunden. Was machen wir jetzt? Wie gesagt, einsam tust du nichts, alles voller Blätter. Aha. Entscheid du, dann nimm du aber die Kamera mit runter und film du. Na, alleine will ich nicht runtergehen, da muss ja, ich nicht mal mitkommen. Damit. Da geht Anthony heute mal vor. Ich alles geh doch gut? Mit rein, los. Was, gehst doch mit rein? Ich geh mit rein. Wartest du hier? Ja? Na, dann gehen wir alle rein. Dann lass mich jetzt rein schnell. Lass mich rein. Vor. Ich brauche nicht den einen, der mein Rucksack nimmt. Ja. Kamera bleibt bei mir. Schieben wir runter. Hast du wenigstens auch nicht zugemacht diesmal? Nee. So, Leute. Ich geh doch mit rein. So, Leute, also. Scheiße. Lass mal die Hose richten. Was ist los? Nicht, alles gut. Gut. Wir sind auf dieser Säuberkante. Ja. Hände mir lieber die Kamera. Nein. Ich bin jetzt nicht rein unten für. Das ist das erste Mal, dass ich mit Kamera irgendwo reingehe. So, Leute. Moment. Es ist nicht umsonst der Action-Cam. Oh. So, Rucksack. Ja, warte. Warte, wo bist du? Wir können den nach oben verstecken. Wir können den auch hier in der Ecke. Versteck den oben. Versteck den bitte oben irgendwo. Nein, da müssen wir den wieder raus tun. Gib her, los. Hab doch was, versteckt mich. Ich habe eine Taschenlampe und ich habe meine Powerbank. Und stehen unten um die Ecke. Ich stelle hier hin. Wird schon keiner kommen jetzt. Ich hab mal hier einen. Okay. Da rüber müssen wir jetzt. Ja, Timmy. Du bist jetzt gleich unten, gell? Was? Ich bin dann unten, ja. Warte. Oh. Oh. Hier gibt es sogar noch Mücken. Wir müssen uns dann auf jeden Fall sauber machen, auf jeden ja. Fall. Echt übel. So, die Jungs kommen auch. Es geht los. Es geht los. Oh. Auf jeden Fall schon mal hier, Leute. Eine mega Bunkertür. Schön alt. Und ich glaube, ich habe Dreck im Schlüpper. Ach du meine Fresse. So. So. Wir haben es geschafft. Der Bunker. So, kurz meine durch das Ad. Ich mache jetzt einfach mal die Taschenlampe schön hell und dann die Decke und dann reicht das ja. Guck mal. Das sieht aus wie eine Schießscharte, ja. So. Und es könnte sein, dass hier einer drin saß und gewartet hat mit dem Gewehr. Ja, hier ist noch eine Steckdose. Aber ich habe hier schon ein paar Bilder gemacht. Hier ist eine kleine Toilette oder sowas. Ne, ist keine Toilette. Das könnte aber mal eine gewesen sein, ja, dass da vielleicht eine Toilette drauf war. Das könnte natürlich sein. Ja. Strom gibt es hier natürlich nicht mehr. Ich habe hier schon viele Bilder gemacht. So. Wir gehen mal weiter. Wieso da
da rum? Ja, da geht doch einmal rum, der Bunker. Ach so. Echt? Das weiß ich nicht. Aber hier, guckt euch das mal an. Das ist auch mega. Hier gibt es sogar noch die eine Flasche, die hier steht. Das Regal. Hier ist noch ein alter Heimfeger. Da haben die das außen geteert. Ja, ja. Hier ist auch noch so ein kleines Klo oder sowas. Überall sind hier Steckdosen. Wenn hier überall Steckdosen sind, gehe ich davon aus, dass hier Treppen waren. Ne? Oder hier war der Kontrollraum. Ja, nee, bei Treppen hast du keine Steckdosen gehabt. Ja, aber hier war der Kontrollraum. Dann haben sie hier, weil hier sind überall Steckdosen. Aber hier? Hier geht es einmal links und einmal rechts. Das kann natürlich sein. Ich gehe mal hier weiter. Hier sind wir. Hier war mein Eingang. Der genauso ein blöder Eingang wie wo wir rein sind, nur dass der zu ist. Das heißt, ich drehe mich jetzt vorsichtig rum. Ich habe keine Angst. Ich drehe mich jetzt vorsichtig rum. Ich habe keinen Bock, dass ich mir hier die Füße stoße. So, es geht weiter. Wow, was ist das? Was soll ich das sein? Hier ist so ein Gitter. Und hier. Warum ist denn das so eingebeult? Ach, das ist Holz. Das Holz geht kaputt. Okay, Holztür. Hier ist auch noch so ein kleiner Kasten. So. Hier ist noch ein bisschen Technik. Das ist so eine Telefonanlage. Das könnte eine Telefonanlage sein. Ich muss mir angewöhnen, immer nach oben zu leuchten. Hier steht auch noch was. Liebe Zuschauer, wenn ihr Russisch könnt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was hier steht. Und könnt uns das mal bitte in die Kommentare hauen. Bin gespannt. So, ich schwitze wie Sau und ich freue mich echt auf die Badewanne. Hier geht es auch noch weiter. Irre. Hier ist das Schluss. Und da geht's durch. Der ist ja schon groß, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man kann hier wieder stehen. Hier die Lampen. Hier geht's ja auch weiter. Was machen wir? Links oder rechts? Links ist nur wieder so eine Art so ein Podest. Ich denke mal, dass da vielleicht doch mal eine Toilette drauf war oder vielleicht Lüftung oder sowas. Ich hoffe, ihr versteht uns oder mich. Hier geht es wieder runter. Hier geht es auch weiter. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal weiter durch. Über die Rundbögen. Oh, hier steht noch eine alte Munitionskiste. Das ist ja cool. Die ist auch richtig schwer. Ist da noch eine Aufschrift drauf? Gucken wir, meistens sind die ja beschriftet. Mit irgendwas. Da steht aber nichts mehr drauf. Jetzt geht es wieder raus. Und jetzt müssen wir hier rum, weil hier rum waren wir nämlich noch nicht. Hier geht es auch wieder links und wieder rechts. Hier geht es weiter. Ich zwänge mich jetzt mal hier durch. Und schau mal hier weiter. Es ist doch ziemlich eng. Was ist denn das? Hier ist noch eine Tür. Hier ist auch wieder ein verschütteter Eingang. Das war mein Eingang. Den haben sie auch wieder zugemacht. Hier. Ach naja, das sind die Toiletten auf jeden Fall. Das sind die Toiletten. Das sind die Toiletten, ja genau. Dann waren das andere keine Toiletten, sondern Lüftungsdinger. Lüftungsgeräte draufstellen oder so. Hier waren die Waschbecken dran. Hier geht das Wasser rein und kommt raus. Der Sicherungskasten. Und zwar auch mit Totschalter. Weil das waren noch Sicherungen hier. Das sind die Sicherungen. Die Dinger, die kannst du rausnehmen. Und da hast du auch hier noch, guck mal, zum Sicherungsschalten ein Gummihandschuh, Christian. Für die Sicherheit. Holger hat uns alle eingesperrt. So Leute, es war ein panisches, krasses Video. Es war mal was ganz anderes. Ihr seid mal mitgekommen auf eine mega Nachtwanderung. Wir haben den Bunker gefunden, wir haben sogar zwei Bunker gefunden, aber jetzt muss ich etwas sagen. Es ist zwar ein Raustro, aber ich wurde gezwungen, in einer Wolke zu stehen, aus menschlichen Gasen, was ich überhaupt nicht toll finde gerade. Neben mir durch eine Schießscharte klotzen die Idioten. Servus! Ja, schön. Servus. Und es steht immer noch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und aktiviert kostenlos die Glocke, das ist ganz wichtig. Der Bunker und die ganze Tour war auf jeden Fall mega geil. Allein das Spazierengehen durch den Wald, das macht es aus. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir alle mal zusammen auf Tour waren. Das finde ich richtig geil. Das macht mich auch richtig glücklich. Ab und zu stinken die mal, aber das liegt an drin. Naja, gut.
Wollt ihr aber was sagen? War schön. War ein cooler Bunker, auf jeden Fall. Hat uns sehr gefallen. Ein russischer Bunker. Und ja, den im Dunkeln zu finden, ist auch mal spannend. Das war mega spannend. Und wir sehen aus wie die Schweine. Aber ein bisschen. Eigentlich bleibt dran, weil wir haben die Autos noch nicht gefunden. Und ich glaube, das Video wird mega lang. Und wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann zieht euch dieses Video komplett rein. Bis zum Schluss noch. Ich werde sicherlich noch weiter filmen, weil die Autos haben wir noch nicht gefunden. Ich alleine wäre jetzt da oben, an der Oberfläche, nicht in der Lage, dieses Auto zu finden oder die zwei Autos. Deswegen hast du uns ja mit. Da zweifle ich noch dran. Und ob das so ist und ob wir die Autos wiederfinden, ob ihr jemals aus diesen Tiefen weit wieder rausfinden, das werdet ihr gleich sehen. Also los geht's. Auf geht's. Seht ihr, wenn das Video online geht. Das geht nicht online. Wenn ich es geschafft habe, geht das Video online. Wenn nicht, dann nicht. Es geht halt immer weiter. Scheiße. Guck dich das an. Da muss ich jetzt raus. Hier liegt glücklicherweise noch mein Rucksack, den sie mir jetzt hochreichen werden. Ich werde ihn jetzt nicht mitnehmen. Ich gehe jetzt hier raus. Es reicht. Oh Mann. So. Oh, Freiheit. Ach du Scheiße. Holger, bist du oben? Ja. Einen Moment noch bitte. Die Linse ist dreckig. Was für ein Chaos-Video. Ich sehe nur, komm. Wenn es deine Taschenlampe blau. Rein, raus ist einfacher wie rein. Das haust du dich jetzt so ein. Alter. So, jetzt kommt die anderen Jungs noch. So, einmal Licht aus. Alter. Ich rutsche. Ich finde, raus geht einfacher wie rein. Außen? Jo. Außen. Hans. So, es fehlt nur noch der andere Dicke. Oh. Was ist es denn? Probleme. Was ist es denn? Anthony, schön dich wiederzusehen. Lange nicht gesehen, ja. So, jetzt die Suche nach dem Auto. Na dann. Da oben scheint wieder der Weg zu sein. Und da, weil wir vorhin fünfmal links, dreimal rechts und viermal geradeaus gelaufen sind, weiß ich nicht, ob wir jetzt dreimal geradeaus, zweimal rechts und fünfmal links wieder müssen. Ich habe keinen Plan. Haben wir schon was zum Übernachten für dich gefunden? Ich penne im Bunker. Also wenn ich hier pennen würde, würde ich im Bunker pennen. Ja, sicher und warm. Ja. Na, was machen die? Nach einer erfolgreichen Bunkersuche wird erstmal geraucht. Alle drei. Holger ist natürlich nicht Raucher. Wo sind deine Dampfe? Meine Dampfe steht zu Hause. Die werde ich in der Badewanne gleich in Ruhe in der Badewanne dampfen, wenn wir zu Hause sind. Also falls ekelhaft wir das Auto finden. Wir haben schön einen an der Waffel. Jupp. So Leute. Ich wüsste jetzt nicht, wo es lang geht. Wisst ihr es? Sicher. Guck mal geradeaus, da ist irgendwo Licht drin. Licht. Dann sind wir falsch. Dann sind wir falsch, genau. Das sind Leute, oder? Ja. Ernsthaft? Da kommen Leute mit einer Taschenlampe. Volle Action. Was ist denn hier kaputt? So Leute, es wird immer mysteriöser. Da drüben kommt eine Taschenlampe auf uns zu. Die wollen bestimmt auch zu dem Bunker. Aber wenn ja, dann haben sie sich eine Aufgabe gestellt hier. Wir sehen es gleich. Ich lasse die Kamera laufen. Leucht mal entgegen. Könnte wohl der Förster sein. Das hier kann er uns doch nicht. Wir laufen durch den Wald. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also es war der Jäger. Also der Jäger ist hier mit einem Amarok und VW Amarok hier reingehämmert. Der kann das natürlich. Ob wir unsere Autos wieder hier rauskriegen, ist die allernächste Frage. Gefunden haben wir sie immer noch nicht. Ja, ich glaube auch nicht, wir sind noch lange nicht da. Wir schauen mal. Jetzt kommt das Wort theoretisch. Wenn ich das schon höre. Theoretisch müssten wir hier runter. Theoretisch heißt eigentlich nur vielleicht, oder? Nein, wir müssten ja die Autos sehen, wenn wir sie einstreuen, ne? Also hier fängt das Gestänker an, jeder leuchtet jeden ins Gesicht. Mittlerweile ist das so, das Auto haben wir immer noch nicht gefunden, da seht ihr das. Ich hoffe, bei Gott, dass wir jetzt um diese Kurve laufen. Nein, wir müssen noch ein Stück weiter runter. Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt. Kennt ihr euch jetzt aus oder nicht? Nee. Nee, nee, hier sind wir auch nicht hoch. Wir sind noch ein ganzes Stück auf den Wald gelaufen, ne? Alter, es ist schon ein bisschen heavy, wenn man Zeitdruck hat und das Auto nicht findet. Vor allem ist der Weg auch viel zu gut hier die ganze Zeit. Oh Leute, ehrlich jetzt? Oh nee. Vielleicht sind wir auch schon im Auto vorbeigelaufen und haben es nicht gesehen. Das ist nur, weil du die Brotkrumen vorhin gefressen hast, statt sie auszustreuen.
Haha, witzig. Deswegen suchen wir jetzt das Auto. Wir haben das Gefühl, dass die Autos eigentlich da drüben stehen sollten. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Ich müsste ja eigentlich vom Auto einen Reflektor sehen oder sowas. Weil wir nie ihr Standpunkt setzen. Der Holger, der hat jetzt mal für eine halbe Stunde schlechte Laune gehabt. Weil ich es echt eilig habe und wir haben den Weg nicht gefunden. Jetzt ist es aber so, dass wir nach, ich habe lange nicht mehr gefilmt, gefühlt 5, 6, 7 Kilometer, angeblich jetzt das Auto gefunden haben. Da oben leuchtet ein Nummernschild. Wir werden es gleich sehen. Wer ist der Retter? Noch stehen wir nicht am Auto, mein Bruder. Es ist die Chaos-Tour. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, finde ich es mega. Und es ist ein langes Video. Da stehen wirklich zwei Autos. Oh, wir haben es geschafft. Das ist der Turan, ich sehe es. Und da steht der Opel. Gott sei Dank, bis gleich. Das nächste Problem, Leute, ist, kommen wir bei diesem Weg überhaupt mit den Autos wieder hoch. Wir sind ja im Berg runtergefahren, bei diesem beschissenen Weg, den ihr gerade gesehen habt. Ich bin fix und fertig, das ist ein krasses Video. Eins der krassesten Touren, die ich hier gemacht habe. Aber jetzt hier quer durch den Wald laufen, dann stehen wir da an den Autos. Das Problem muss noch sein, kommen wir hoch. Ja, mal sehen. Ist auf jeden Fall mega spannend. So Leute, jetzt geht es nach hinten. Christian versucht jetzt hier rückwärts zu fahren. André auch mit den anderen Autos. Oh, wir haben keine Geländeautos. Ich bin nervlich komplett am Ende. Ich hoffe, ihr seht mich. Weil ich jetzt hier die Taschenlampe auch nicht zu hell machen will. Damit Christian was sieht. So, was machst du? Siehst du was? Ich fahre rückwärts. Siehst du was? Soll ich ausmachen? Ich mache aus. Warte. Ich mache aus. Oh Leute, da vorne steht das Auto. Jetzt sind wir eigentlich, wir haben jetzt gedreht. Jetzt müssen wir nur noch vorwärts fahren. Christian, du bist zwar aus dazugekommen, aber sagst du diesen, das war jetzt wieder was Hammerhartes. Ich finde, das war eine der krassesten Sachen, die wir jetzt gemacht haben. Nee, ja, krassesten aber, nicht, aber. Ich habe jetzt nicht gedacht, wir haben uns verlaufen. Die verrückteste Sache auf jeden Fall. Da habe ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen drum gemacht. Boah, Alter. Solange wie mein Google Maps funktioniert, ist alles gut. Da finde ich einen Weg. Ja. Gut, Leute. Ich denke, wir können das Video jetzt auf jeden Fall hier beenden. Wir haben es zwar schon beendet, aber wir haben es rausgefunden. Es war ein verrücktes Video mit zwei Raustros. Oh, es ist verrückt. Wir sehen uns nächste Woche Freitag zum neuen Video. Bis dahin sagen wir auf morgen bis Video. Bis morgen auf Video. Scheiße. Auf morgen bis Video. Wiedersehen. Auf morgen bis Video. Wiedersehen. Macht's gut. Morgen bis ciao. Wiedersehen. Ciao.